Die Ausstellung Subjekt und Objekt Foto Rhein-Ruhr vereint über 100 Fotografen aus einem einzigartigen Gebiet, aus einer Region, die seit den späten 50er Jahren, so darf man sagen, durch drei Hauptschulen geprägt wurde. Das ist die Essener Fotoschule, die Düsseldorfer Becherschule als auch die KHM in Köln. Aber wir haben auch einen Vertreter dabei, der an der Werkkunstschule in Krefeld gelehrt hat, über 37 Jahre dort aktiv war, Detlef Orlob, und der so ein wenig die Grundlage bildet für eine Fragestellung, die es bislang noch nicht gab, nämlich wie konnte sich hier innerhalb von kurzer Zeit eine künstlerische Fotografie mit Weltruhm ausprägen, entwickeln und was waren wesentliche Themen. Insofern wird eine dialogische Ausstellung hier angestrebt, wird unterstützt durch die Architektur, die sehr viele Blickoptionen bietet, die Zusammenhänge erlaubt, die es vorher so noch nicht gegeben hat und die in einem einzigartigen Ausstellungsformat nun etwas zeigt, was wohl auch einzigartig auf der Welt ist. Die Ausstellung versammelt eben fast 600 Arbeiten, die angefangen von der analogen Fotografie bis heute zur digitalen Fotografie reichen. Also wir haben auf der einen Seite viele Vertreter dabei, die noch analog fotografiert haben oder immer noch fotografieren und auf der anderen Seite Fotografen, die sich rein der digitalen Fotografie bedienen und dann eben auch Bilder zeigen, die rein digital gebaute Bildräume zeigen. Und wenn man hier einmal durch die Ausstellung geht, fällt einem eben auf, dass es bestimmte Themen gibt, die sich durch die ganze Fotografiegeschichte eben ziehen und immer wieder vorkommen. Das sind klassische Bildthemen wie Porträt, Landschaft, Stillleben, aber auch Performance. Wir sind nahezu mit allen Künstlern, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, in einen Dialog getreten und haben sie gefragt, welche Kunstwerke sind auf einer Schnittstelle entstanden zwischen zwei Serien, wo man wirklich ablesen kann, was gerade künstlerisch in ihnen vorgegangen ist. Und so ist in dieser Ausstellung beispielsweise die Performance von Thomas Ruff zu sehen, die genau zwischen den Porträts und den Interieurs entstanden ist. Oder von Thomas Struth, von dem wir zwei Familienporträts, aber auch die Straßen zeigen, die zeitgleich entstanden sind, aber wo in der einen Fotografie eben noch die Paradiese reinspielen und aus der anderen Fotografie heraus hat er seine Museumsbilder entwickelt. Und das ist eine der vielen Überraschungen, die man hier erleben kann. Und das war auch, glaube ich, bei uns das Herausragende, eigentlich zu sehen, wie breit gefächert das Medium der Fotografie gespielt werden kann und wie es sich in den letzten 60 Jahren künstlerisch entwickelt hat.